Ein wunderschön. Da bin ich mal wieder, euer Odin, mit einem neuen Unboxing, worauf ich mich sehr gefreut habe. Ich habe nämlich was vorbestellt, wie ihr seht, beim Mediamarkt. Mal die Adresse weghalten. So, bei mediamarkt.de, weil komm halt zum Mediamarkt nicht hin. Wir haben hier keinen direkt in der Nähe, habt kein Auto mehr, kein nix. Und darauf freue ich mich riesig. Und die packen wir jetzt einfach mal aus, würde ich sagen. Ich muss erstmal Cam umschwenken. So, meine Katzen sind auch schon wieder am Start. So, jetzt muss ich aber das so hinlegen. So, jetzt muss ich erstmal hier das und das. Ja. Wobei ich echt sagen muss, ich bin ein bisschen enttäuscht von Mediamarkt. Ich habe es vorbestellt. Gestern war der Release. Ja, und ich habe es heute erst, einen Tag später. Die sind schnell, also die haben es gestern verschickt und heute schon da, innerhalb von einem Tag. Also das ist echt super. Also auch, wo ich die Kabel für PS4 bestellt habe, so. Alles super, kein Problem. Aber in solchen Sachen, wenn man was vorbestellt, da würde ich mir schon echt wünschen, dass man dann halt das am Release-Tag hat, weil andere Händler kriegen es ja mittlerweile auch hin. So, dann haben wir hier meine Bestellung. So, und hier kommt die Box. Dann räumen wir das mal weg. Und zwar habe ich mir bestellt Veritas Maximus Glaube und Wille. Das ist die neue Scheibe oder die erste Scheibe von Kevin Russell, dem ehemaligen Frontmann der Bösen Onkels. Weil Böse Onkels gibt es ja nicht mehr. Die haben sich ja aufgelöst. Und der hat jetzt, mittlerweile hat ja jeder seine eigene Band wie. Der ist, glaube ich, das oder der wie, keine Ahnung, irgendwas mit wie. Und P, Gonzo haben ja alle ihre eigene Band. Und jetzt hat Kevin endlich auch sein, hoppala, mal ein Stück zurück machen, seine Scheibe draußen. Ich warte schon sehnsüchtig drauf, seit ich die ersten Interviews bei Facebook, ich folge ihm ja logischerweise bei Facebook, gesehen habe. Und ich finde ihn als Frontmann von den Onkels, habe ich ihn schon immer geil gefunden und der hat einfach eine aussagekräftige Stimme und ich habe sehnsüchtig gewartet, jetzt ist sie da und habe sie mir natürlich beim Mediamarkt bestellt, weil da ist eine Exclusive Edition, hier ist nämlich mehr als nur die CD drin, wie ihr ja schon an diesem größeren Karton erkennen könnt und das werden wir jetzt einfach mal auspacken und kauft bitte alle die Scheibe und ladet sie nicht aus dem Netz. Gut, ich habe sie gestern Abend auch aus dem Netz geladen, weil ich es nicht erwarten konnte, aber ihr seht es ja, ich habe sie mir gekauft. Ja? Ich habe sie mir gekauft und weil ich so lange warten musste, habe ich sie mir aus dem Netz gezogen. Ja? Habe ich mir runtergeladen, dass ich sie auf dem Laptop habe, aber, und na gut, spart auch, schont auch meine CD, aber ich habe sie gekauft. Also bitte unterstützt Kevin, dass er recht viel Erfolg mit seiner neuen Band hat und das auch so, dass er auch noch weitere CDs uns schenken kann, weil Kevin hat einfach mal eine absolut geile Stimme. So, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir das Papier weg. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Ja, ist alles so, ja, ich weiß nicht, Hochglanz heißt es beim Karton, bei PlayStation würde ich sagen, Klavierlack. Hier heißt es, glaube ich, Hochglanz. Hier an der Seite auch nochmal. Ist einfach geil. Ja, die 28 ist, steht auch bei seiner Firma, die Kev Art 28. Und hier Veritas Maximus. Also hier ist das M und das Schwarz ist das V. Sieht einfach echt geil aus und schön verziert. So. Oh, hier hinten sind noch die Flügel so drauf. So gräulich. Und keiner macht den Drogen. Ach Mensch, jetzt wartet mal, Leute. Jetzt muss ich erstmal meine Lesebrille aufsetzen, dass ich euch nicht vorlesen kann hier. Oder ach Quatsch, lest einfach selber. Müsst ihr Pause drücken. Ja, so, einfach Pause drücken und dann passt das. Jetzt packe ich. Oh, ich bin so heiß. Ich bin so heiß. Ich bin so heiß. Packen wir das mal aus. So. Ich lege erstmal alles hier hin.
Aber hier werde ich keinen Hardware-Check zu machen. Hier werde ich einfach, du musst das verstehen, da mache ich keinen Hardware-Check zu einer CD. Da mache ich hier einfach mal ein größeres Unboxing und wir gucken uns alles einfach mal an. Ja, also würde ich sagen, habe ich bei den T-Shirts ja bis jetzt immer gemacht, dass ich da nur ein Unboxing gemacht habe und keinen Hardware-Check. Wir haben einmal den Aufkleber, den könnt ihr euch dann aufs Auto kleben, auf den Laptop oder was weiß ich wohin. Dann haben wir einmal, oh, die sieht aber auch geil aus, hat Kevin echt nicht gelogen in seinen Interviews, die sieht wirklich geil aus, mit dem Gold, also das, echt, Glaube und Wille Tour, ach hier steht so ja drauf, wo wann die Tour ist, scheint ein Pappcover zu sein, oh hinten auch, die Flügel, ja, Leute, ich muss die auspacken, ich muss da auspacken, ich will die CD an sich sehen. Ich habe jetzt hier monatelang gewartet von der ersten Ankündigung. Ich habe gehofft damals, wo Onkel sich aufgelöst haben, dass Kevin nochmal was Eigenes macht, nachdem wir und Gonzo und alle sich ja mit eigenen Projekten hervorgetan haben, die eigentlich sehr gut sind. Aber ich war schon immer Kevin-Fan und werde es halt auch immer bleiben. Und oh, sieht das geil aus. Die ist alles sehr, also ist alles matt und das Gold sticht richtig hervor. Das sieht ja auch brachial geil aus. Auch Maximus, das ist richtig rausgehoben. Hinten auch alles matt. Das ist gelblich. So, jetzt klappen wir das hier mal auf. Da steht auch nochmal ein Spruch drin. Hier ist er, Kevin. Nicht mehr so jung wie früher, aber eine Persönlichkeit. Eine eindeutige Persönlichkeit. Jetzt klappt das hier auf. So, jetzt muss ich das mal zumachen hier. Das auch zumachen. So, jetzt will ich mal. Kann man das rausnehmen? Ja, das kann man rausnehmen. Achso, da ist er drin. Okay. Hier haben wir die CD. Die mal versuchen zu drehen. Da ist alles in Rot gehalten. Sticht richtig hervor. Das sieht doch aus, als wenn da unten noch was ist. Ja, Veritas Maximus. Einfach geil. Ich bin so froh, dass ich sie endlich in den Händen halten kann. So, dann haben wir hier nochmal die Tour. Müsst ihr kurz warten, bis die Cam ranzoomt. Dann, wenn sie es mal wieder macht. Also die spinnt momentan etwas rum. Kann sein, dass sie ein bisschen... warte mal, machen wir mal Trick 17. So, wackeln. Jetzt, na so könnt ihr das halbwegs lesen. Halle. So. Jetzt. Wer wissen will, wo One Tour 2014 ist, einfach Pause drücken. Dann könnt ihr das lesen. So. Und da auch nochmal so. Einfach geil. So, was haben wir denn hier? Ich will natürlich einen. Oh, schön Totenkopf. Ich will natürlich nicht alles verraten und preisgeben. Bill Till, genau, da gibt es ja schon das Musikvideo zu, weil die Bild-Zeitung ganz schön viel Lügen verbreitet hat. Aber ist halt wild. Wer die liest und das Globe, was drin steht, ist selber schuld, bin ich meiner Meinung. So, jetzt müssen wir hier das wieder hier reinstecken. So, dann machen wir das einfach hier rein. So. Aber ist schon cool gemacht. Ist echt cool gemacht. So. Na, bleib stehen. Oh, soll stehen bleiben. So. Dann haben wir natürlich noch zwei Sachen. Wir fangen erstmal mit der größeren Sache an. Mich wundern, was hier jault. Das ist meine Katze, die ist rollig. Ich suche gerade nämlich einen Anfang. Die irgendwo auch eine Lasche oder irgendwo, wo man die aufmachen kann? Nicht. Nee, muss man hier oben einfach aufreißen, glaube ich. Dann machen wir das einfach mal. Ach, die T-Shirt und kann man auch einzeln kaufen. Ob man die Fahne kaufen kann, weiß ich nicht. Die habe ich noch nicht gesehen. Aber das T-Shirt weiß ich jedenfalls, dass man das einzeln kaufen kann. Ich glaube beim Mediamarkt für 8 Euro. Ich bin mir aber nicht sicher. Wenn ihr die Box bestellt, ist es in der Größe L mit bei.
werde das mal so ein bisschen rüberlegen. So, und da habt ihr dann praktisch nochmal von Glaube und Wille das Logo vorne drauf. Und oben steht halt Veritas Maximus und unten halt Glaube und Wille und in der Mitte das Logo. Oh, ist das geil. Gleich mal hier drin machen, damit da nicht so viele Haare rankommen, weil meine Katzen momentan extrem haaren. So. T-Shirt. Und dann haben wir noch was. Eine Fahne habe ich gegeben. Hier ist natürlich eine Lasche dran. Hier brauche ich nur oben aufziehen. Klasse. Wo ich noch keine Ahnung habe, wo ich die hinmache. Ich denke mal im Wohnzimmer irgendwo. Mal gucken, wie groß sie überhaupt ist. Ach du Scheiße, die ist echt, die ist so groß wie eine echte Fahne. Wartet mal, da muss ich erstmal umschwenken mit der Kamera. So, lasst ihr das alles mal komplett sehen. Alter Schalter. Kandidat ist eine kleine Fahne, aber da ist er. Veritas Maximus, also so, ohne mal das Logo und so. Stoff ist einwandfrei, ist top verarbeitet, habe hier keine Löcher oder sonst irgendwas dergleichen. Ja, ich habe gedacht, das ist eine kleine Fahne, so in etwa. Aber das ist ja eine echte. Wow. Ja, jetzt muss ich dafür einen Platz finden, wo ich die hinmache. Ich denke mal, ich habe ja hier noch eine Wand frei. Ah, ja. Ich glaube, ich werde sie mir an die Wand machen. Und wenn meine Mutter dann zu Besuch kommt, dann meckert sie wieder rum, weil ich eine schwarze Fahne an der Wand habe oder etwas Dunkles und das nimmt doch dem Raum die Licht, das Licht. Keine Ahnung, meine Mutter meckert dann rum, dass es eigentlich zu dunkel ist. So, jetzt muss ich die Fahne erstmal hier wieder hinpacken. Muss ich nachher erstmal die Finger raussuchen. Ist das geil, ich bin so froh. So, jetzt werde ich mir die Scheibe natürlich erstmal in die PlayStation 3 einlegen. So, ich schwenke nochmal um, dass ihr das nochmal alles seht. Ja. Also, wenn ihr die große Mediamarkt Exclusive Edition bestellt, bekommt ihr ein T-Shirt, eine Fahne, die wirklich eine Fahne ist, kein Wimpel, einen Aufkleber, die CD und natürlich die geile Box. Ich werde diese CD gleich mal in die PlayStation 3 einlegen und mir auf die PlayStation ziehen, dass ich sie beim Zocken, wenn ich Yu-Gi-Oh! Zocke oder so, die dann erstmal hören kann. Weil die wird jetzt definitiv die Monate, nächsten Wochen hoch und runter dudeln. Deswegen werde ich sie mir sicherheitshalber in digitaler Version auf der PlayStation machen und auf dem Laptop, damit ich die CD noch schone. Nicht, dass er nach Dauerhören nach 2 Monaten im Arsch ist. So. Ich hoffe, hat euch gefallen. Ich muss jetzt erstmal die Scheibe drin machen. Ich muss weiter hören. Ich bin so heiß. Den Link vom Mediamarkt packe ich unten drunter. Ich packe auch Amazon einen Link drunter, wo ihr die CD kaufen könnt und wo auch Download bei Amazon ist. Falls ihr halt nicht eine CD wollt, sondern halt einfach nur den Download und dann von Amazon runterladen als Download, packe ich euch alles unten drunter. Das ist kein Problem. Wer sich die auch kauft, wünsche ich viel Spaß damit. Ich finde sie geil. Dicken Daumen von mir nach oben. Ja. Und achtet bitte auf die Texte von Kevin. Wie immer, wahrheitsgetreu, ehrlich, aus der Seele sprechend. Daumen nach oben von mir. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.